bin Lilia Kürzer, ich bin Herzchirurgin und ja, Kunstherzexpertin. Ich habe schon in diversen Kliniken als Oberärztin gearbeitet. Ich bin halt tatsächlich 2012 die erste Frau in Europa gewesen, die ein totales künstliches Herz das erste Mal implantiert hat. Ich bin jetzt keine Professorin oder kein Professor mit weißen Haaren und weißen Kittel, sondern halt eine Dilek Gürsoy, ein Gastarbeiterkind, die wirklich in der Medizin Sachen macht, Gott sei Dank, die für die Patienten förderlich ist. Die Idee der eigenen Klinik hatte ich schon vor 5 Jahren. Es wird eher kardiologisch-herzchirurgischer Schwerpunkt sein, aber wir werden auch für Belegärzte die Möglichkeiten geben, hier orthopädische Eingriffe durchzuführen oder auch neurochirurgische Eingriffe an der Wirbelsäule oder auch allgemeinchirurgische. Die Klinik soll klein bleiben und fein bleiben, soll Boutique bleiben. Das ist meine Geschäftsidee, denn je größer, umso undurchsichtiger. Wir würden also quasi in dieser Klinik, in dieser Boutique-Klinik, von der Prävention bis zur Herz-OP alles in einem bieten können, in einem Wohlfühlambiente. Jetzt sind wir hierfindig geworden, hier in Mönchengladbach, habe ich ein Unternehmen dann halt auch gegründet, das Gani-Unternehmen, als UG-Form. Das Unternehmen ist nur in Deutschland ansässig. Das Konto ist nur hier in Deutschland ansässig. Es ist ein Geschäftskonto allein für die Gani UG. Jeder Cent, der gespendet wird, egal ob jetzt eine 1 Cent spendet, 10 Euro spendet oder 100 oder 150 oder 1000, soll wissen, das Ganze wird fließen in diese Klinik, wenn sie denn zustande kommt. Und ich habe das auch offen kommuniziert, dass wenn sie nicht zustande kommt, Gott bewahre mir, was passiert oder ich doch morgen entscheide, ich mache es doch nicht, weil das dauert mir alles zu lange, dann wird das gesammelte Geld komplett entweder switche ich das in einen gemeinnützigen Verein um, der sozialmedizinischen Aspekt hat, oder das Geld wird komplett in gemeinnützige Zwecke zurückgespendet. Da haben auch die Zuwender die Möglichkeit, mir zu nennen, dann, wenn ich den Aufruf starte, Leute, es passiert nichts, es funktioniert leider nicht, was soll ich mit euren Geldern machen? Darf jeder mir einen Vorschlag auch ruhig geben.